einen wunderschönen Ostersonntag. Ich wünsche euch viel Spaß beim Hasensuchen und beim Eierbecken. Ich möchte heute die Gelegenheit nutzen, um euch was über meine Assistenten erzählen, beziehungsweise wie ich mit Assistenten umgehe, vor allem wenn es um Feiertage geht. Also meine Assistenten bekommen immer einen Adventskalender, dem Assi-Länder. Vielleicht habt ihr schon Bilder, vor allem auf Instagram gesehen. Das ist so um Weihnachten rum und natürlich bekommen sie zu Ostern immer Osterhasen. Weil ich finde, das ist eine nette kleine Geste, wie man sich bei ihnen bedanken kann. Vor allem wenn man bedenkt, dass die finanzielle Entlohnung, die Assistenten bekommen, aufgrund des knappen Budgets, das wir zur Verfügung haben, nicht immer die beste ist. Darum nehme ich diese Gelegenheit immer gerne wahr und versuche einfach so nette kleine Gesten zu zeigen, dass ich ihre Arbeit schätzen kann und dass sie mir wichtig ist. Und ich muss sagen, es ist nicht schwer, so ein paar Hasen zu kaufen. Das kann man sich schon leisten und es macht immer eine große Freude. Aber ich gehe die ganze Strecke. Wenn schon, denn schon. Ich habe jetzt Assistenz, die vegan ist. Also gibt's auch veganen Osterhasen. Leider ist er gebrochen. Er ist ja spröde, porös, spröde, bröckelig. Ich hoffe, er ist leckerer, als er aussieht. Bin kein Veganer. Aber es ist mir wichtig, dass alle meine Assistenten gleich behandelt werden und zu Ostern auch ihren Hasen finden. Denn ich habe auch voriges Jahr, also 2015, einen veganen Adventskalender gehabt. Das ist Commitment und ich finde, so sollte man seine Assistenten behandeln, weil dann behandeln sie dich auch gut. Hoffe ich zumindest, dass das so bleibt. Gut, so viel zum Leben mit Assistenten. Ich wünsche euch, wie gesagt, nochmal ein schönes Osterfest und habt es schön, genießt die Tage und nicht vergessen, am Montag gibt es auch wieder einen Montagsschwitzer zu Ostern. Also, bis dann. Baba.